Jo Leute, willkommen wieder bei einem neuen Let's Play und willkommen bei Alon Company. Hier habt ihr Alon vor. Den Toxer? War ja klar, Leute, ich schwör's euch. Ich hab schon ein Risiko auf mich genommen mit Hundemon. Halt dumm. Okay, schauen wir mal, welche Pokémon du hast. Sind alle Wasser? Das wissen wir schon. Fineon? Hey, die leuchtet ja. Okay, schmarotzen wir mal. Das sollte mehr Kraft jetzt haben. Ja, weg mit dir. Volltreffer, du bist der Beste. Oder die Beste? Was bist du überhaupt vom Geschlecht? Männlich, okay, der. Okay, nur Spook und Patch sind da bei mir. Jetzt sehe ich's. Helipas, ich wechsle dich sicher weg, Alter. Vierfach effektiv, komm. Helipa ist sehr nervig, Leute. Wenn ihr ein Feuer-Pokémon oder irgendetwas habt, das nicht so stark gegen ihn ist. Ich schwör's euch, diese Mistgabel ist so nervig. Hier, Donnerblitz, danke, dass du mich nochmal gestärkt hast. Und jetzt zurück! Oh, ja, Alter, wie ich dieses Pokémon hasse. Ich habe schon in der dritten Generation gehasst, Leute, und ich hasse es immer noch. Es geht mir auf die Nerven, dieses Pelipper. Hässliches Pokémon. Okay. Nein! Ja, du willst mir unbedingt auf die Nerven gehen. Du, mach nicht doch cool, wir können den nicht besiegen. Fluch. Mann, ich hab schon irgendwie Angst bekommen, dass da plötzlich steht, sie können nicht flüchten. Wisst ihr was? Warum ist das so eine Fläche? Ey, du schaust mich ja an. Komm, kämpfen wir. Ich will deine dummen Pokémon sehen. Boah. Nur eines. 100% Garados. Oh mein Gott, ich hab richtig geraten. Okay, da brauche ich jetzt wieder Dings. Patsche. Komm her, Patsche. Hey, er hat einen Topbeleber oder einen Beleber mitgebracht. Oder ist es ein Topbeleber? Patsch! Genau wie Patschi! Bitte sag mir, dass ich nicht da. Ja, ich bin glaube ich da. Hey, da steht Pokémon Liga. Ja, war ja klar. Da ist noch eine Höhle. Hey! Warum stehst du denn hier? Okay. Dachte, du gibst mir was. Jetzt sollte Doom auch Chancen haben gegen die Trainer da. Weil in der Höhle haben sie alle verschiedene Pokémon. Okay, gehen wir mal rein. Okay, das hört sich jetzt mal ziemlich düster an. Leute, ich glaube, ihr hört mich jetzt nicht so genau. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr mich besser hört. Komm schon! Ich hab dich schon! Sogar entwickelt! Oh yeah! Na, der hat sicher Robustheit und dann
macht die Explosion und mein Pokémon ist weg. Ah, den könnte ich besiegen, ja. Aber mit ihm nicht. Der ist so schwach gegen die Pokémon hier. Ah! Du kannst in die Zukunft sehen? Ja, okay. Okay, ich hab Glück. Schmarotzer! Einmal. Den sollte auch ankommen. Und das letzte Pokémon ist Nebulak oder was? Das super, alle sind 58. Simsala! Okay, die ist auch mal weg. Boom! Die sind sehr stark, wirklich vom Spezialangriff her. Aber beide sind sehr schwach, wenn es um die Verteidigung geht. Obwohl, sie sind auch sehr schnell, aber irgendwie hat er wohl sein Pokémon zu schlecht trainiert. Folterknecht ist auch eigentlich eine gute Attacke. Ah, wenn man weiß, wie man sie einsetzt, natürlich. Ah, dann komm schon. Wofür hast du diesen Gürtel bekommen überhaupt? Okay. Kraxel schnell drauf. Den besiegen wir noch. Komm, einen Golbat sollte er besiegen können. Oder? Machen wir mal Flammenwurf. Schauen wir mal, ob es geht. Wenn ja, dann besiege ich alle Golbats. Weil ich sollte auch lieber die Pokémon trainieren. Ich habe sehr großen Schiss vor Zyntia. Boom. Galina, was für ein Name. Noctu. Flammenwurf sollte ausreichen, Leute. Weil ich habe keine bessere Attacke als Flammenwurf jetzt. Gegen den, eine Gehstein-Attacke wäre super gewesen oder Elektro, aber Flammenwurf sollte es auch tun. Bitte stirb! Okay. Der wird mir auf die Nerven gehen. Ich hasse Ruhe. Nein, ich mag Ruhe-Ohr. Wenn ich es einsetze, aber nicht, wenn es der Gegner tut. Bitte brenne, bitte brenne. Mondgewalt? Okay, ich hab's überlebt. Boom. Okay, diesmal 58. Jetzt ist Spooky dran. Staraptor. Ach, komm schon. Das schaffst du. Das schafft man, Garados. Einmal Drachentanz und dann Kaskade und fertig. Okay.
Okay, komm her. Was? Oh je. Ja, doch, Bedroher, na super. Einmal Drachentanz. Jetzt bin ich doppelt so stark. Ne, nicht doppelt so stark, aber halt zweifach. Nein, nicht zweifach. Wie soll ich das erklären? Ihr wisst eh, was Drachentanz bewirkt. Und jetzt Kaskade! Was? Nochmal Kaskade! Das hättest du eine Runde davor machen sollen. Spooky. Oh, passt. Okay. Nehmen wir mal Doom da weg. Soll ich davor gehen oder sollte ich von oben mal ausprobieren, was ich da machen kann? Okay, ich muss eh nach oben. Geh mal aus der Sicht. Komm schon rauf. Mann, die Kontrolle. Hier einmal rauf. Dann die Arzttrainerin. Mann, dieser Theme-Song hat sich jetzt in mein Gehirn eingebrannt. Ich höre es sogar im Schlaf. Okay, verstehe. Einmal Drachentanz. Nasschweif, wirklich? Okay. Du bist lebensmüde, Alter. Hier. Knirscher! Ich wünsche, sie hätten den Psycho-Pokémon gemacht damals. Ich kämpfe trotzdem noch eine Runde, Leute. Okay, ich kämpfe weiter. Mann, halt heire. Der wird jetzt schwer. Einmal Kaskade. Irgendwie werde ich schon schaffen. Wow, mit einem Schlag! Das gibt jetzt sehr viele Erfahrungspunkte. Boom! Danke, Brunhilde. Du bist cool mit deinem Hightyra. Hey, hab ich dich schon? Komm schon. Ich möchte deinen Pokéball sehen. Ja, ich hab's nicht. Knirscher. Ja, es hat überlebt. Krafttrick? Ich glaube, er wechselt jetzt Angriff und Spitze. Na, okay. Also, Angriff und Verteidigung hat er jetzt ausgewechselt. Nicht vorbei. Was? Okay. Hörst du auf, dich zu stärken? Bleib in diesem Ball. Eins. Oh mein Gott! Fang hier ein legendäres Pokémon oder was? Ich sagte doch, bleib drin! Zwei. Drei. Ja!
Oh, ich liebe dieses Leuchten. Super. Giraffe ist jetzt auch 59. Okay. Durch tägliche Meditation stärkt es seine mentale Kraft, die es ihm ermöglicht, die Gedanken seines Gegners zu erkennen. Okay. Was? Ich habe nicht mitgedacht. Irgendwie war ich woanders. warte, da geht's nach oben. Ah. Sorry, Leute. Hab meinen Muskel verzerrt. Zwei Schlangen gegeneinander. Und diese eine Schlange gewinnt sogar. Bitte hab keine Robustheit. Ja, weg mit dir. Der hat dir überhaupt keine Erfahrungspunkte gegeben. Das war jetzt keine Absicht. Aber einfach drauf gedrückt. Schauen wir mal zuerst nach unten. Was finde ich hier? Wollte ich sagen, aber da finde ich... Obwohl, ich könnte den hier nach unten verschieben. Den nach... ja. Oh Gott! Habe ich schon ein Kadabra? Nein, ich habe kein Kadabra. Okay, komm schon. Und ich werde ihn wieder nicht haben. Hasta la vista. Okay, Leute, wir sind wieder... obwohl, ich schieb den mal nach unten. Wir sind angekommen halt an die uns vorgegebene Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut und bis bald.